begrüßen zur Pressekonferenz der WSG Tirol von der 6. Runde der Admiral Bundesliga. Die WSG gastiert am Sonntag um 14.30 Uhr auswärts beim TSV Hartberg. Neben mir darf ich heute begrüßen zur Pressekonferenz Cheftrainer Philipp Semnitsch und Neuzugang Florian Rieder. Servus. Hallo in die Runde. Ja, Coach, die Länderspielpausen geben eigentlich immer Zeit, diverse Schwerpunkte zu setzen. Was war der Schwerpunkt zu deinem Trainer, die du in der Runde? Ja, ich mache es immer gern so nach 5-Wochen-Blöcken immer eine Iststandanalyse zu machen. Das haben wir gemacht, sowohl von den Daten her als auch von den Spielen an sich. Und uns sind schon sehr, sehr aussagekräftige Dinge herausgekommen. Und wir haben die Länderspielpause vor allen Dingen genutzt, um den Spielern, die rekonvaleszent waren, einen athletischen Input zu geben, weil wir noch nicht komplett athletisch auf der Höhe sind, dass wir unser Spiel 90 Minuten so durchziehen können, wie wir es wollen. Und andererseits weiterarbeiten an unserer Idee. Wir sehen schon, dass die Idee, wie wir Fußball spielen, greift, aber wir auch diese guten Spielleistungen, die wir haben, dann am Ende des Tages auch die Punkte natürlich ummünzen wollen. Und ja, an dem haben wir sehr viel gearbeitet. Auch danke. Ja, Flo, es gibt ein bekanntes Sprichwort, man trifft es immer zweimal im Leben, das trifft jetzt auch auf die und die WSG zu. Was waren am Ende eigentlich die Gründe für den Wechsel bzw. für die Rückkehr nach Tirol? Im Endeffekt, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder da bin. Ich fühle mich da wirklich sehr, sehr wohl. Es war dann so, dass es beim BRC mir dann einfach, oder ich einfach ein faires Gespräch mit dem Trainer gehabt habe, mit dem Fußball und da eigentlich von seiner Seite und von meiner Seite dann eigentlich so war, dass wir entschieden haben, dass ich weggehen werde. Und es ist dann eben das mit der WSG Tirol gekommen. Oder es ist eigentlich ziemlich knapp nach dem Gespräch gekommen. 2-3 Tage später hat man in der Ferdi der Auswahl unseren Dortmund-Trainer eine Nachricht geschrieben. Und dann habe ich ein super Gespräch mit dem Trainer gehabt und war dann eigentlich sehr, sehr schnell davon überzeugt, von dem Weg und den Willi einfach zu 100% mitmachen oder mitgehen. Perfekt, danke. Wir starten in die Fragerunde. Lisa Börstner, fürs Kreide. Philipp, es ist ja an diesem Wochenende ein Stück weit eine Fahrt ins Ungewisse. Wird gespielt, wird nicht gespielt in Hartberg. Der Norbert hat es mir gerade gezeigt, regnet es ohne Ende. Ist da euer Informationsstand, beziehungsweise wird da ständig abgedatet, weil ihr fahrt ja glaube ich immer oben, oder? Genau, also wir trainieren morgen noch hier bei uns in Wattens, wenn wir Mittagessen und nach dem Mittagessen wegfahren. Laut unseren Informationen wird dann morgen am Nachmittag kommissioniert und wir werden dann, wenn wir im Bus sitzen werden, ein Zeichen kriegen, ob abgesagt wird oder nicht. Aber wir, die Mannschaft, das Trainerteam, der Verein, bereitet sich so vor, dass wir spielen. Also Okay. Wenn dann die Nachricht kommen sollte, dann sind wir darauf vorbereitet, aber unser Fokus gilt wirklich dem Spiel 14:30 und wir gehen davon aus, dass gespielt wird. Okay. Norbert Berliner für den Neuen. Philipp, wenn gespielt wird, da eins ist klar, es wird von den äußeren Bedingungen her ein schwieriges Spiel, weil es ist ja nicht nur sehr viel Regen, also sehr nasser, tiefer Platz, wenn gespielt wird, sondern auch starker Wind angesagt in Hartberg. Wie stellt man als Trainer die Mannschaft auf solche widrigen Umstände ein? Ja, ich kenne ja das Stadion sehr gut, war ja auch insgesamt 5 Jahre beim TSV Hartberg auch tätig in unterschiedlichen Positionen. Und der Platz an sich ist schon so, dass er viel verkraftet, sage ich. Aber diese Regenmassen musst du mal verkaufen am Ende des Tages. Und es ist sicher so, dass du jetzt deine Spielidee nicht zu 100% änderst, aber du musst adaptieren und anpassen an das Ganze. Und auf das sind wir auch vorbereitet. Und wollen dann, wenn es so sein sollte, auch einen Plan in der Schublade haben, wie wir damit umgehen, dass wir die bestmögliche Leistung dann auf den Platz bringen können. Aber ich gebe Ihnen absolut recht, dass der Wettereinfluss schon in unserer Spielvorbereitung auch dabei sein muss. Ja. Lisa Börsterler fürs Kreide. Wenn dann gespielt wird, Hartberg die große Unbekannte jetzt ohne Markus Schopp oder wie analysierst du das Ganze jetzt? Ja, also ich finde schon, dass die Mannschaft, und das haben wir jetzt auch im Testspiel gesehen, einen Grundstein hat. Ein solides Fundament, das der Markus einfach mit seinem Trainerteam dort über mehrere Phasen auch geschaffen hat. Also sie haben absolut Qualität in ihrer Idee und werden das auch versuchen umzusetzen. Ich gehe davon aus, dass auch der Interimstrainer da gar nicht so viel ändern wird an dem Ganzen. Das heißt, sie haben ein gutes Fundament, sie haben richtig Qualität, sind definitiv unter Wert geschlagen worden, jetzt da von der Punkteausbeute her. Und das macht es natürlich schwierig. Aber gerade auch in solchen Phasen, wo wie Sie sagen, ja etwas Ungewissheit dabei ist, ist unser Ansatz umso mehr Fokus auf die eigenen Stärken, Fokus auf die eigene Qualität und versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bringen.
Aber schon ein Stück weit diese Unsicherheiten einfach versuchen auszunutzen, oder? Die hast du immer, die hast du ja auch gegen richtig gute Trainer, dass sie auch was adaptieren, verändern, auf das du dich nicht vorbereiten kannst. Aber klar, wir wollen schon unseren Spielplatz bringen, wie ich sage, und dann auch diese kleine Grauzone, die irgendwann einmal drinnen sein könnte, im Spiel von Hartberg dann auch zu unseren Gunsten nutzen. Geo Freis, bitte. Wenn ihr auf die Tabelle schaut, dann kommt sie als Favorit. Jetzt habe ich ein paar Mal gesagt, also es ist extrem vermessen für uns als WSG zu sagen, dass wir in der Bundesliga irgendwo hinfahren und Favorit sind. Wir wissen um unsere Stärken, wir wissen aber auch um unsere Potenziale, die wir noch ausschöpfen müssen und die wir noch entwickeln müssen. Und ich glaube, in der Bundesliga ist es schon so, dass wir den Anspruch haben müssen, unsere hundertprozentige Leistung auf den Platz zu bringen, und dann haben wir gegen jeden Gegner eine Chance. Das ist gegen richtig, richtig gute Gegner, die jetzt vom Budget her 10-mal mehr haben wie wir, natürlich ein kleinerer Prozentsatz, und gegen andere Mannschaften ein höherer Prozentsatz. Aber unser Anspruch muss es sein, diese Wahrscheinlichkeit so hoch wie möglich zu halten, und da liegt es, dass wir vor der eigenen Haustür kehren. Also wir müssen hundertprozentige Leistung bringen, um in der Bundesliga bestehen zu können. Alex Gruber für die Tiroler Tageszeitung. Vielleicht ist es eh schon gefallen, die Mannschaft hat jetzt in der neuen Saison schon öfters bewiesen, dass sie richtig gut kicken kann. Mhm. Zum Schluss zwei Stunden mit der Zonenführung. Mhm. Was braucht sie, dass sie nicht nur richtig gut kicken, sondern auch richtig gut punkten kann? Und da vielleicht ist dann auch einen Flow weitergreift, weil er war jetzt auch das erste Mal an Bord. Was für Bausteine braucht es da noch? Ja, absolut. Also wir haben gesehen, wir haben sicher schwierige Auswärtsspiele gehabt mit Rapid und mit Sturm Graz, brauchen wir nicht rein. Die Spielleistungen waren in Ordnung, aber am Ende des Tages kannst du dafür nichts kaufen. Wichtig für uns ist jetzt in der Phase, wo wir sind, dass wir den Grundstein legen, dass wir die Abläufe, wie wir Fußball spielen wollen, dass sie für die Spieler klar ist, dass sie wiederfinden und dann eine Spur mehr diese Winnermentalität noch mit hineinbringen. Dinge zu machen zur richtigen Zeit, die dich auf die Gewinnerstraße bringen. Und da ist vielleicht einmal ein Glanzfall dort oder einmal ein Ball halten dort oder ein Schuss aus der zweiten Reihe. Vielleicht einmal das Zielbringendere, als wie du kombinierst dich permanent durch oder du verteidigst permanent hoch. Und das im Hinblick auf die Spieler zu entwickeln, die Mannschaft zu entwickeln, ist auch unser Step in der nächsten Phase, wo wir jetzt drin sind. Gerade auch diese 4 Wochen, die wir bis zur nächsten Länderspielpause haben, wollen wir auch dahingehend nutzen, unsere Idee, die wir jetzt erarbeitet haben, weiter zu festigen, aber genau in den Momenten anzusetzen und die richtigen Dinge zur richtigen Zeit machen. Und da ist auch der Flo mit seiner Erfahrung und mit seiner Qualität ein wichtiger Baustein. Ja, vielleicht kann der Flo, vielleicht kannst du auch, wie du jetzt die Mannschaft erlebt hast, oder in deinen Ausschneidungsrunde, was der Trainer gesagt hat, diese Schiedsrichterlichkeit oder diese Erfahrung, was man da braucht, was da deine Meinung dazu ist. Also, wenn der Trainer das ja schon alles richtig sagt, kann man da eigentlich nur wiederholen. Ich glaube schon, dass in der Mannschaft und auch so wie die Spielidee vom Trainer ist und so, sehr, sehr gut für das Team passt. Ich bin hergekommen und war ja sehr positiv überrascht. Weil wirklich sehr, sehr viel Qualität da ist. Und ja, das gefällt mir oder liegt mir natürlich persönlich auch sehr, wie der Trainer spielen lässt. Und ich finde das, also ich war jetzt noch beim Sturm Karlsruhe dabei, aber die erste Halbzeit war wirklich eigentlich sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube, dass uns halt vielleicht dann ein paar Momente, was uns halt fehlen, wir haben dann eigentlich auch in letzter Woche eine Analyse von dem Spiel gehabt und ich habe dann eigentlich auch gesagt, dass uns vielleicht ein bisschen das Spiel zu erhalten ein bisschen gefehlt hat, dass wir einfach vielleicht kleine Fouls begehen zur richtigen Zeit und dann mal liegen bleiben, 5 Minuten vor der Halbzeit und das sind dann vielleicht Kleinigkeiten, die dann noch fehlen. Aber ich glaube schon, dass wir als Verein oder als Team und einfach so auf einem sehr, sehr guten Weg sein. Tiroler Ausschlag, wenn ich das so sagen kann. Wie sehr hat sich die Zeit verändert, die Projekt? Ja, schon. Also, ich bin ja eigentlich da weggegangen, ich glaube vor 3 Jahren war es dann, oder 3,5 Jahren. Ich habe schon sehr viel mitgenommen jetzt. Ich habe sehr erfahrene Trainer gehabt, wo ich wirklich einen Schritt weitergekommen bin, wo ich viel gelernt habe, einfach ein anderes Umfeld gehabt. Jetzt beim BRC dann das letzte Jahr dann nochmal schon ein bisschen mehr Druck gehabt, als jetzt vielleicht die ersten 2 Jahre bei Klagenfurt. Hat mich auf jeden Fall sehr geprägt und trotzdem freue ich mich sehr, dass ich jetzt wieder da bin und ich fühle mich da schon sehr, sehr wohl wieder. Wie ist der Platz dann noch? Philipp, du hast schon gesagt, von deinen 5 Wochen
Zyklen. Mhm. Hast du jetzt für diese 4 Wochen bis zur nächsten Länderspielpause irgendein Punkteziel im Kopf? Ich meine, es kommt dann jetzt nächste Woche Salzburg, dann glaube ich der WRC. Das nächste weiß ich jetzt nicht mehr, aber genau. Ich meine, es sind schon Mannschaften dabei, wo man durchaus was mitnehmen sollte, könnte, müsste. Ich sage könnte, ja, definitiv, weil du kannst das gegen jeden Gegner machen, aber jetzt Punkteziel als Vorgabe wäre der falsche Ansatz für das Ganze, weil wenn du jetzt sagst, du willst 9 Punkte holen, intern natürlich, dann wäre es glaube ich der falsche Zugang, und wenn du sagst, du willst 3, also von dem halte ich nichts, ich halte generell vom Punkteziel am Ende einer Saison nichts, sondern es geht schon um den Prozess, den wir vorantreiben, und ein Rädchen in dem Prozess ist einfach, ja, diese Kaltschnäuzigkeit, hat der Flo gesagt, dieses Richtige dazu beizutragen, dass du auch Punkte sammeln kannst am Ende. Das ist der Prozess, an dem wir jetzt da drehen wollen in diesen nächsten 4 Wochen. Wenn am Ende des Tages viele Punkte rausschauen, freuen wir uns, aber wichtig sind für uns da, um als komplettes, an kompletten Idee besser zu werden, dass wir genau in den Schritt jetzt da versuchen, unseren Fortschritt drin zu setzen. Gibt es noch Fragen? Perfekt. Dann danke fürs Kommen und auf das Wochenende. Danke. Dankeschön.